Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Pokekickers. Wir sind hier in Minecraft mit Style. Und wir machen heute noch eine Höhlenfolge. Ich nehme hier erstmal das Eisen raus und mache uns jetzt eine komplette Eisenrüstung. Es gibt nämlich ein paar Gründe, warum wir noch einmal in die Höhle müssen. Aber der allergrößte ist der, dass wir einen Lavasee brauchen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum. Wir brauchen einfach einen Lavasee, weil wir einmal Obsidian brauchen und auch einfach einen Lava-Eimer. Deswegen nehme ich hier einen Eimer mit für eine unendliche Cobblestone-Farm. Und ja, dann geht's jetzt wieder hin, ne? Wir haben ja gestern in der letzten Folge damit aufgehört, dass wir halt auch in der Höhle waren. Und ja, heute werde ich mich auch nicht ganz so krass auf Erz konzentrieren, sondern halt eher darauf, dass wir Lava finden. Und ich würde sogar sagen, dass wir diesmal hier lang gehen. Und die Höhle ist vorbei, perfekt. Ich hole auch noch mal ein bisschen Holz, was wir mitnehmen. Denn ja, Holz kann man immer auf einer Höhlentour gebrauchen. Einmal, falls man sich mal eine Werkbank craften muss oder so. Und auch, um sich Sticks zu machen, um entweder neue Werkzeuge oder auch neue Fackeln zu craften. Und tut mir leid, falls der Ton heute ein bisschen kacke ist. Ich weiß selbst nicht ganz, woran das liegt, aber der ist einfach in letzter Zeit voll schlecht. Jetzt mache ich hier einmal Holz draus. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon los. Wo war denn die Höhle überhaupt? Ich glaube, die war da hinten irgendwo. Ich mache mal hier so. Ich glaube, die war da hinten. Da ging es auf jeden Fall, das war so ein halbes Loch im Boden. Und irgendwie wurden meine letzten Videos auch nicht euch nicht angezeigt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber meine letzten drei, glaube ich, Videos, hier war's, haben bisher noch keinen einzigen Aufruf. Also guckt sie euch gerne an, falls ihr sie verpasst habt. Und ich muss jetzt überlegen, wie ich hier am besten runterkomme. Ich würde sagen, einfach mal hier runter. Jetzt hier runter, damit wir jetzt hier nicht extrem viel Fallschaden bekommen. So, und da ist auch unsere Mine. Ich baue hier auch mal die Netze ab, weil so Fäden kann man auch oft gebrauchen. Und ja, wir waren hier unten noch nicht, ne? Ich nehme hier erstmal die Kohle mit. In den Höhlen geht's echt immer ab. Ich höre hier auch schon wieder extrem viele Sounds. Ihr hört die, glaube ich, sogar besser als ich. Habe ich langsam mal bemerkt. Und übrigens, ich glaube, wir feiern hier ein kleines Jubiläum, denn das hier ist das 50. Video auf meinem Kanal. Und ja, ich habe gerade einen Enderman gehört. Ich würde sagen, wir nehmen hier auch mal kurz noch die Erze von eben mit. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit Kupfer anfangen soll. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bisher habe ich das ja einfach immer liegen gelassen. Ich höre hier gerade wirklich viele Monster. Ich weiß nicht, wovon das kommt. Ich glaube, von da. Ich nehme hier nochmal die Kohle mit, weil davon haben wir noch nicht so viel. Und generell Erze sollte man einfach immer mitnehmen. Ich esse nochmal schnell eine Ofenkartoffel. Ach, jetzt habe ich... Ach, jetzt habe ich das hier zugebaut. So, jetzt schnell eine Ofenkartoffel. Und jetzt hier wieder Kohle abbauen. Eben noch die letzten paar Blöcke. Aber hinter uns ist auch noch ein kleines bisschen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ihr es wirklich gut hört. Ich glaube aber schon. Ihr hört es ja. Hier die ganzen Sounds. Hier das Eisen können wir nochmal mitnehmen. Weil Eisen kann man auch immer gut gebrauchen. Eisen und Kohle generell sollte man einfach immer mitnehmen. Weil man kann es einmal halt traden mit den Villagern. Und zweitens
Ja, kann man es halt einfach immer gebrauchen, wenn man mal irgendeine automatische Farm bauen muss oder so. Oder halt möchte. Und da braucht man dann irgendwie mal 4-5 Trichter oder so. Oder man baut sich einen Eisengolem. Braucht man halt extrem viel Eisen. Und Kohle, wenn man mal alleine Höhlenerkundungstour macht, sage ich mal, braucht man halt immer sehr viele Fackeln. Apropos Fackeln, ich mache mir jetzt auch noch mal welche. So, jetzt fällt hier direkt der Kies runter. Ich nehme hier noch mal das Eisen mit. Eben. Und ich hoffe, dass wir dann gleich einen Lavasee finden. Denn das ist ja das Ziel im heutigen Video. Ich gehe hier mal lang. Hier runter. Und hier geht es nicht weiter. Perfekt. Dann gehen wir mal wieder hoch. Was soll das denn? Diesen Kack-Enderman hier. Und vielleicht finden wir heute auch unsere ersten Diamanten. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich habe ihn angeguckt. Oh shit, oh shit, oh shit. Wo ist er? Da. Ich muss ihn jetzt umbringen. So. Easy. Ich habe ihn aus Versehen gerade angeguckt. Noch schnelle Ofenkartoffeln snacken. So. Jetzt hier wieder weiter. Hier geht's lang. Hier haben wir schon mal Lapis Lazuli. Das ist richtig gut. Auch noch Kohle. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welches Design ihr von den Erzen besser findet. Das alte oder das neue? Also hier so ein bisschen, dass diese schwarzen Knubbel, sage ich mal, verschieden groß sind. Oder so wie früher, dass das einfach so kleine Striche waren. Also ich fand es früher auf jeden Fall cooler. Und im nächsten Video, wenn ich endlich mal dran denke, haue ich dann auch ein Classic Texture Pack rein. Und ihr schreibt in die Kommentare, welches ihr cooler findet. Das normale, also ganz normal, wie jetzt gerade schon die ganze Zeit in diesem Projekt. Oder halt dann das Classic Texture Pack. Da ist ein Creeper. So, hier. Und, Mann, das Eisen! Dann hat er das für mich schon mal so ein bisschen freigelegt hier. Und abgebaut. Und ich hoffe, dass es hier jetzt noch ein bisschen weitergeht. Denn hier geht es nicht weiter. Ja, nice. Ich würde sagen, dann bauen wir uns jetzt einfach mal runter. Denn wir brauchen einen Lavasee. Vorher werde ich das Video auch nicht beenden. So, hier eine Fackel hin. Jetzt hier mal ein bisschen bauen. Vielleicht finden wir jetzt ja auch Diamanten. Aber ehrlich gesagt, ein Lavasee wäre mir lieber. Weil Dias brauchen wir erstmal noch gar nicht unbedingt. Ich glaube auch einfach, dass ich hier jetzt die Folge beende und dann jetzt off-camera ein bisschen weiter grabe und dann das nächste Video anfangen werde, wenn ich einen Lavasee gefunden habe. Und ja, deswegen würde ich sagen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und ja, dann sehen wir uns demnächst wieder. Tschüssi!